wir sind immer noch Kapitel 13 und wir haben das Team-Dinner für den Großpreis von Russland für uns und ja, gehen wir mal rein, ne? Erstmal will ich euch allen zu der großartigen Leistung bisher gratulieren. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber ihr habt euch einen Applaus verdient. Ihr wart fantastisch. Und ihr habt es sicher schon alle gehört, dass hier ist Kaspers letzte Saison als Formel-1-Rennfahrer. Also wenn ihr könnt, dann versucht bitte alles, um ihn davon abzubringen. War nur ein Spaß. Kasper, du wirst uns fehlen. Also gut, ich höre jetzt auf. Vorerst. Genießt den Abend und dann holen wir uns den vierten! Also, ich weiß, wie es hier läuft. Ich bin lange genug dabei. Und ich finde, du hast eine Zukunft hier. Ich habe schon viele Fahrer kommen und gehen sehen. Du bist was Besonderes. Du hast alles, was man braucht. Ganz ehrlich. Kaspar! Hi. Wo ist Zoe? Oh, sie ist hier irgendwo. Sie liebt sowas. Ah, und du nicht? Können wir uns setzen? Na klar doch. Setz dich, Aiden. Los. Warum hat das mit euch beiden nicht funktioniert? Brian, ich würde das jetzt lieber nicht... Mir ist egal, was du lieber würdest, Aiden. Kasper verlässt uns und ich weiß, dass deine Agentin sich umhört. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir drei in Ruhe reden können. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns nach Abu Dhabi nie wieder. Also komm schon. Was ist los? Bitte. Ich will nur einen ruhigen Abend haben. Er bekommt mehr Geld als ich. Was? Ah, das erklärt den frostigen Empfang. Alle haben angefangen, über mein Alter zu reden. Und ich wollte mich beweisen. Beweisen, dass ich besser bin als der nächste Hit des Monats. Es war nicht deinetwegen, Aiden. Ich... weiß auch nicht. Und was ist mit dir? Er wollte mich nicht im Team. Ich wollte... Du wolltest lieber Ricardo. Und du dachtest, ich bin nicht mehr gut genug. Was? Das stimmt gar nicht. Du fährst eine großartige Saison. Kannst du diese Zahl bestätigen? Ja, stimmt. Das war also die Vertragssumme, ja? Ja. Kann ich es ihm zeigen? Ihr seid mir schon wirklich ein paar Pfeifen, wisst ihr das? Du hättest es wissen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Nein, aber er schon. Es wäre ja fast witzig, wenn es nicht so tragisch wäre. Wie viele Punkte uns das wohl gekostet hat. Naja, ich empfehle mich. Ihr könnt euch später bei mir entschuldigen. Was meint er? Idiot. Warum? Fahrergetratsche. Also ist nichts davon wahr? Die Fahrer tratschen viel. Und es gibt da einen, der sich besonders hervortut. Wer? Der mir in der Saisonvorbereitung gesagt hat, dass du den besseren Vertrag hast. Derjenige, der gesagt hat, dass du meintest, ich wäre alt. Und der hat dir wohl auch erzählt, dass ich dich nicht im Team haben wollte. Butler. Ich hab's geglaubt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Nein, du bist nicht dumm, Kaspar. Ich hatte ihm das gar nicht zugetraut. Was hat er davon? Er hat mächtig Schaden angerichtet. Der Crash letztes Jahr. Der Streit in Kanada. Und all das hat es ihm nur noch viel leichter gemacht. Was können wir tun? Ihn schlagen.
Ja, und damit sind wir in Kapitel 14, Grand Prix von Japan. Also scheinbar haben wir tatsächlich die Wurzel alles Übels entlarvt. Devin Butler. Na dann, also Ziel ist es in Japan, ihn zu bezwingen. Und ja, Romeo hat die Chance auf den Plätzen der Konstrukteurs-WM. Die Fahrer haben ihre Wahrscheinlichkeit in sich gelassen und sind entschlossen, der Welt des Motorsports zu zeigen, was sie wirklich können. Los geht's. Wie ist es heute für dich da draußen? Hart. Die Reifen werden in den S-Kurven etwas zu heiß. Ja, kommt vor. Hast du einen Moment, Aiden? Klar. Wir sollen den vierten holen. Können wir Alpha Tauri noch einholen? Vielleicht. Butler fährt eine gute Saison. Sagt, er hat ein Angebot von Ferrari. Ich weiß. Er hat einfach mehr Erfahrung. Ich glaube, er kriegt die Stelle. Du hast gesagt, es war schon immer dein Traum, für sie zu fahren. Stimmt das? Ja. Das stimmt. Okay, ich werde dir Platz verschaffen. Tut mir leid, wie es bisher lief. Mir tut's auch leid. Ich will, dass wir den vierten holen. Ich will, dass wir Butler besiegen. Und dass du diese Stelle kriegst. Danke, Kasper. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber... Danke. Wir arbeiten zusammen und helfen uns, so gut es geht. Na dann los. Auf geht's. Schlagen wir Devin Butler. Das ist das große, große Ziel. Haben wir den Sturz angepasst. So kann man die Reifentemperatur besser kontrollieren. Okay. Ich werde meine Setup-Daten an dich weitergeben. Probier's doch mal aus. Danke, Kaspar. Frieden? Frieden. Scheint so, als würden die beiden zusammenarbeiten, um Butler zu schlagen. Ich meine, anders geht's wahrscheinlich nicht, aber... Gehen wir zum Rennen. Hier in Japan. Während des Rennens. Mit mehreren Runden zu fahren, wie Sie da kommen, die bereit Fahrer von Alfa Tauri an, versucht den besseren zu rivalen, das Team ein paar wichtige Punkte streitig zu machen. Und das hier ausgerechnet in Japan, eine Strecke, die mir überhaupt nicht liegt. Aber auch solche Strecken müssen halt absolviert werden. Los geht's. Wir haben nur 8 Runden. Butler und Gasly's lap times increasing. Ich kann sie immer noch einholen. Roger, we're on fresher tires than they are. Push, push. Let's put the pressure on. So, wir sind beide Fahrer von Alpha Tauri. Wir sind momentan auf Platz 14, auf 11 ist Gates, die also vor uns. Ja, doch, 14. und 5. Kästi. Da ist so einer dazwischen. Okay, ein McLaren auf alle Fälle. Oh, das ist bitter. Scheiße, der Dreher, der ist natürlich absolut unnötig jetzt gerade. Der würde es auf jeden Fall zu direkt bei zurückwerfen. Also müssen wir ein bisschen wegbleiben von den Curves, sonst haut der im Liga verletzt, wie hier auch zum zweimal böse rausgehauen. Jetzt haben wir natürlich Platz 17 nur noch. Wir haben noch 7 Runden Zeit. Ich muss jetzt versuchen 16, 17 Sekunden auf die Reihe aufzuholen. Thank you.
Das ist ein bisschen aufpassen, sonst werde ich wieder auf die Curves fahren, weil wieder das Auto zu verlieren. Und Ocon jetzt vor uns, sind jetzt natürlich auf der 130 ersten Ecken, damit wir die Zeit mal wieder an links dran sind. Bei Gasly fällt auch zurück, also der hat Probleme. Vorbei an Vettel jetzt geht der nächste an Ocon. Boah, da muss ich echt aufpassen, dass du da nicht auf die Curbs feuerst. You're putting a good distance between yourself and the car behind. Jetzt hat Ocon einen kleinen wieder eingebaut, den haben wir jetzt. Mein Gasly ist jetzt nicht das große Thema, der fällt momentan so weit. Hab ihn. Warte, das ist jetzt siebter. Wir sind momentan auf 13 und sie haben noch 6 Autos vor uns. Wir sind jetzt in Runde 9 gleich. Butler fällt aber weiter zurück. Nee, der sind nämlich. Ja, das ist wieder ein Platz verloren. Also kann sein, dass wir da noch ein bisschen Glück haben. Dass wir der Reifen vielleicht so am Ende sind. Also ich meine, die Autos sind alle nah beieinander. Das heißt, wir könnten einen knapp Zeit kriegen. Wir dürfen natürlich jetzt so keinen Fehler erlauben. Der Dreh hat natürlich sowas von Zeit gekostet. Und sehr mal. Völlig teuer. Wir sind nur noch 5,7 und noch eine Sekunde. Der hält jetzt ein bisschen auf. Sainz weg. So, jetzt muss ich Ricciardo knacken. Ja, in der Fall nicht in der Spoon, das passt nicht. So, jetzt sage ich Ricciardo, dann gehe ich auf, da bin ich auf. Der hat nämlich keine Chance mit seinem Harten, wahrscheinlich nicht. So, der nächste sind Alonso Butler. You should be seeing Butler soon. Let's keep it clean, please, Cass. Butler nur am 9. Da ist jetzt ein Auto wieder vorbeigegangen. Nämlich Hayden. Ja, sehr gut, Hayden. Sauber.
Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich da jetzt nicht auf den Körper komme. Nein, das war jetzt keine Absicht, sondern nicht. Das war einfach. Das war jetzt wohl mal eine. Das war eine kleine Zukunft, aber es war keine Absicht. Ein bisschen früh reingefahren. Jetzt muss ich meinen Teamkollegen kassieren. Da brauche ich jetzt natürlich keine Möglichkeit. Brauche ich jetzt natürlich noch nicht angreifen. So, 130 Hertz, gleich der Stelle wie Ricciardo. Das wird sich gegenseitig wegschießen. So, Runde, vielleicht geht's weiter, gleich jetzt ins durch ins Ziel. Ah, gewinnen werden wir es wahrscheinlich nicht, aber Platz 11, Platz 5 könnte wahrscheinlich noch drin sein. Butler ist schon gar nicht mehr in den Punkten. Gassi zu schweigen. Die haben so ein Problem mit den Reifen. Jetzt muss ich letztes Tor kassieren. Wird wahrscheinlich wieder auf die 130 R hinauslaufen. Jetzt sind wir in die Spoon. Ab damit. Oder auch nicht. Wieder ist 12 vorbei in der Spoon. Und jetzt laufe ich auf Leclerc und Norris auf. Das wäre jetzt vielleicht die 130 R fällig. Das wird aber zu weit. Wir sind zu weit weg von den beiden. Da kann man noch nichts machen. So, Angriff, vielleicht jetzt in Leclerc. Okay, das wird zu heftig. Jetzt hast du mir gleich ein bisschen die Tür aufgelassen gegen Leclerc. Ich bleib natürlich knallhart daneben. Nach vorne wird es nicht mehr gehen Richtung Hamilton, das ist klar. Bottas, der Hamilton wird, ist weit weg mit 3,4 Sekunden. Es geht nur jetzt rein um diesen fünften Platz. So. Ja, die Spoon lässt er mir nicht. Hat er gut gemacht, der Norris. Damit hat jetzt die 130, ja, gib ihm. Es ist nur rein jetzt, um da noch diesen 5 Blitz zu machen, gegen in der letzten Runde. Ja,
Wie gesagt, gewinnen werden wir hier nicht. Die werden wir nicht aufholen. Diese 23 Sekunden noch auf Lewis Hamilton. Das ist Teamkollege. Start des Teamkollege. Okay, copy that. Start des Teamkollege. We're leading our teammate by 7.2 seconds. They're on fresh mediums. They're in ninth. The time last lap was a 1:41.0. Also Bottas gewinnt den großen Preis. Wahrscheinlich vor Perez und wir werden in einem Platz 5. Aber unsere Aufgabe war ja, die beiden einfach Tauri zu schlagen. Und das haben wir auch ohne Probleme geschafft hier. Yes. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Ein weiterer actionreicher großer Preis von Japan ist am Ende angelangt und eine grandiose Fahrerleistung hat zum verdienten Sieg geführt. Alfa Romeo setzt Alfa Tauri weiter unter Druck. Die Lücke ist zwar noch ein bisschen zu groß, aber für Alfa Romeo hat das Spiel definitiv begonnen. Ja, Heiko, noch vor ein paar Monaten hätte ich Alfa Romeo nicht zugetraut, dass sie mit Alfa Tauri konkurrieren können. Jackson und Ackermann waren heute beide in absoluter Topform. Das stimmt. Und keine Anzeichen für Auseinandersetzungen zwischen den beiden auf oder abseits der Strecke. Glaubst du, sie haben ihre Streitigkeit beigelegt? Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Auf jeden Fall haben wir es geschafft hier in Japan. Platz 5 ist ein Traumergebnis. Ich glaube, Platz 9 war der zweite. Und die beiden Alpha Tauri sollten leer ausgegangen sein. Das heißt, wir haben die Aufgaben geschafft. Toller Tag. Wie denken Sie darüber? Das war ein starkes Ergebnis von Ihnen heute. Sind Sie zufrieden damit? Ja, klar. Es kommt mir so vor, als sei die Konkurrenz dieses Jahr stärker als je zuvor. Das Team arbeitet auf Hochtouren, um da mitzuhalten. Also freuen wir uns über jeden Punkt. Wieder einmal schnellste Runde, Kasper. Wie schaffen Sie das nur? Ich glaube, so. Ich fahre zurzeit ein bisschen aggressiver als in den vergangenen Jahren. Und das zahlt sich jetzt aus. In der Runde hat einfach alles gepasst. Ich konnte genug Tempo aufbauen. Und das Timing war perfekt. Es war nicht leicht, aber ich bin froh, dass ich den Extrapunkt holen konnte. Mit diesen Punkten können Sie ein bisschen zu Alpha Tauri aufschließen. Denken Sie während des Rennens viel daran? Ich habe keine Kontrolle darüber, wie gut die anderen Fahrer sind. Also geht es eigentlich nie darum, Alpha Tauri oder irgendein anderes Team zu schlagen. Wir wollen natürlich so gut wie möglich abschneiden, aber ich konzentriere mich lieber aufs Fahren und überlasse die Tabellen sich selbst. Genau. Wir haben Devin Butler eine ähnliche Frage gestellt und er sagte, ich zitiere, Alfa Romeo ist ein Saustall. Ich glaube nicht, dass die uns in nächster Zeit einholen können. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, ich muss ihm einfach das Gegenteil beweisen. Danke für den Kommentar. Ja, der Typ geht mir langsam ein bisschen auf die Eier. Das war damals auch schon bei den Story Mode in F1 2019. Der Fall, da war ja ziemlich unsympathisch irgendwann und ja. Kapitel 15, gucken wir uns dann in den USA weiter an und was da so noch passiert. Und dann freue ich mich, wenn er wieder einschalten würde. Hier bei Let's Play F1 2021 Breaking Point.